Ich heiße euch herzlich willkommen nochmal zu Mega Man 3. Ich weiß, dass die letzten Videos nicht so ganz gut gelaufen sind, wie ich mir gedacht habe. Also um ganz ehrlich zu sein, dieses Let's Play verlief ganz schlecht. Ich bin unzählige Male bei Diveman gestorben und bei all den anderen Gegnern. Und ja, meine Motivation war komplett am Ende und ja, eigentlich hätte ich jetzt beinahe fast aufgegeben, Mega Man 3 weiter zu zocken. Aber ich hab's dann. Ja, schon wieder gestorben. Aber ja, ich hab's dann doch noch geschafft. Skullman, Diveman und wie heißt noch der eine? Ja, Drillman zu besiegen. Jetzt haben wir hier Dustman vor uns und diesmal werde ich's schaffen. Ja. Und noch etwas motiviert mich. Dieses Let's Play ist nicht das einzige, was. Also ich meine, ich habe eine lustige Parallele entdeckt. Und zwar, ich Let's Play ja Mega Man 3. Und ich verliere hier ohne Ende und ja, bin frustriert. Komischerweise, beim Mega Man 3 Let's Play von Funk Royal ist er auch sowas von unmotiviert und ja, er stirbt voll oft. Und ja. Das ist nicht das einzige Also ich meine Mega Man 3 für NES, ja, falls ich noch nicht gesagt habe. Das ist halt ja mein Funk Royal Let's Play und ja. Dort ist ja auch sowas von unmotiviert und ja. Aber es gibt ja noch was Witziges und zwar, ausgerechnet bei Video Nummer 12 bei Funk Royal besiegte Skullman, ja. Und haha, ich besiege auch bei Video Nummer 12 Skullman. Was für eine Ironie. Und ja. Bei Video Nummer 13 von Funk Royal habe ich gemerkt, dass er komplett keinen Bock mehr hat auf Mega Man 3. Und ja, wenn man das mit meinem vergleicht, dann merkt man auch, dass ich komplett am Ende bin. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist Mega Man 3 das härteste Mega Man von allen. Also kommt mir jetzt zumindest so vor, in diesem Moment. Naja, ich hoffe jetzt wirklich, wir schaffen Dustman und ja. Dann treten wir Dr. Wily zum dritten Mal in den Hintern. Und dann wird er wie immer abhauen und fliehen. So, das war's jetzt mal zu diesem Let's Play. Und ja, ich hoffe. Ja, ich entschuldige mich einfach dafür jetzt, dass dieses Let's Play so scheiße war, um es auf Deutsch zu sagen. Ja. Tja. Wie sieht's mit meinen Let's Plays überhaupt aus? Ja, ich arbeite fleißig an Prinzip Kaiser 3D weiter. Und ja, eigentlich läuft es dann nur stockend voran. Also ich arbeite jetzt wirklich fest hier an diesem Mega Man 3 Let's Play, ja. Und ich hoffe, das wird sich schnell ändern und ich spiele das Spiel durch. Wow! Okay. Oh mein Gott. Das nächste Mal muss ich es mir zweimal überlegen, bis ich ein Blind Let's Play anfange. Oh ja. So. Zack. Okay, es geht nicht weiter, also ich höre runter die Treppe runter. Oh Mann. Okay, ja, so machen wir ihn fertig. Okay. Diese Dinger sind echt fies, welche einen aus dem Boden rausspringen. So, das haben wir jetzt gleich. Ja, geschafft. Also ich bete wirklich, dass Mega Man 3, ja, ich meine Mega Man 4 leichter sein wird als dieses Rennspiel. Ich hoffe wirklich, dass es so sein wird. Okay, DR war wohl die Waffe dagegen. Okay. Hopp. Geschafft. So, okay, erledigt. Fuck. Oh, bitte, wir starten aus dem frühen. Oh nein. Oh ja, mein Herz ein bisschen an. Ich bin immer noch nicht ganz voll beim Let's Play und etwas unmotiviert. Naja.
Das liegt jetzt ja teilweise auch am Spiel, aber naja. Ach, ich habe nicht mehr so die Laune zum Spawnen zu nehmen. Ja. Ich hoffe, das wird sich legen. Hoffentlich. Naja. Das liegt wohl wirklich am Spiel. Fuck. Okay. Dieses Let's Play ist jetzt schon größer als das Blind Let's Play zu Mega Man 1 und 2 zusammengerechnet. Das ist doch wirklich jetzt hart. Oh mein Gott. So. Kabusch. So. Warten. Und sliden, ja. Okay. So, 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 so. Okay. Ach du Scheiße, warum musste das jetzt passieren?